Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar Marktausblick und Live-Trading mit Mari Lüdemann von FX Flat und CapTrader. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich freue mich wieder, dass ja, so viele Teilnehmer wieder anwesend sind. Die Märkte waren heute etwas ruhiger. Die Amerikaner hatten ja heute die Börse zu. Nichtsdestotrotz denke ich, dass Mario genug Informationen und Charts für uns vorbereitet hat, so dass ja, Sie vieles heute Abend mitnehmen können. Bevor ich übergebe, zwei kleine Ankündigungen. Nächsten Monat wird es nicht der erste Montag sein, wie bis jetzt auch, sondern das wird der 17. Oktober sein. Also da bitte beachten, dass der Termin im Oktober abweicht, aber im November wieder dann der erste Montag. Ja? Und die zweite Ankündigung ist, dass wie bei FX Flat ab heute möglich ist, ein Agina Trader Live-Konto zu eröffnen. Wir hatten ja jetzt die letzten Wochen die Beta-Phase, da haben sich auch schon sehr viele Interessenten gemeldet gehabt und auch fleißig getestet. Soweit funktioniert jetzt alles und deswegen können wir auch jetzt live starten. Ich werde dann auch gleich in den Chat die Links zu dem Formular kopieren, aber natürlich auch fürs Demokonto, falls Sie da Interesse haben. Gut, dann Mario, ich denke, du bist auch schon da. Ja, ich bin da. Herzlich willkommen alle, die heute wieder mit dabei sind. Wir werden heute live in die Märkte schauen und wenn du gleich soweit bist, dann können wir rüberschalten zu mir. Natürlich, mache ich sofort. Wunderbar, kann man alles sehen. Okay. Perfekt. Ja, dann heiße ich auch recht herzlich alle willkommen heute zum großen Marktausblick in Zusammenarbeit mit FX Flat und CapTrader. Ich freue mich, dass wir fast 100 Teilnehmer jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon haben und das bei diesem traumhaften Wetter hier in Ostwestfalen scheint wirklich wieder die Sonne. Und ja, Nils hat es gerade schon angekündigt, heute war natürlich ein etwas ruhigerer Handelstag, dadurch, dass die US-Märkte heute geschlossen haben. Werde aber dann auf ein, zwei Trades eingehen aus der letzten Woche und natürlich Trading-Chancen, die sich vielleicht in den nächsten Tagen ergeben. Kommen wir zuerst zu den wichtigsten Terminen, weil ich mache es ja immer so, dass wenn der große Markt Ausblick startet an dem Tag kein Wochenausblick von mir. Da ist dann also wie gewohnt hier jetzt erst die wichtigsten Termine und auch davon gibt es in dieser Woche wirklich sehr, sehr wenig. Wir sehen einmal morgen am Dienstag den ISM-Dienstleistungsindex und dann drei wichtige Termine noch am Donnerstag. Zum einen der Zinsentscheid der EZB und anschließend dann die Rede von Mario Draghi. Dann am späten Nachmittag dann noch für alle, die die Rohstoffe handeln, da natürlich interessant die Erdöllagerbestände. Bevor wir jetzt losgehen, von mir vielleicht auch noch zwei Termine in eigener Sache. Zum einen haben wir natürlich nächste Woche die IB Days. Auch da bin ich vertreten mit zwei Vorträgen, professionelles Screening und Outperformance. Also wer da Interesse hat, Freitag, den 16., da geht es dann hier um diese Themen. Okay, dann würde ich vorschlagen, starten wir auch sofort mit den Märkten. Im S&P sehen wir in der aktuellen Situation mehr oder weniger eine Seitwärtstrendphase. Wir haben ja einen sehr schönen Aufwärtstrend gesehen, sage ich mal, seit Februar letzten Jahres. Man kann das hier ja sehr gut sehen, dass der Markt hier doch ja, bis zum Hoch hier sehr schön hochgelaufen ist, dann ganz kurz korrigiert hat. Das war dann zum Zeitpunkt des Brexits und dann jetzt hier einen Ausbruch gemacht, kurze Korrektur und jetzt nochmal ein neues Hoch. Aber wenn wir uns mal diese gesamte Phase hier anschauen, die wir jetzt in den letzten 4, 5 Wochen gesehen haben, ist im Markt an sich eigentlich nichts mehr passiert. Also wir befinden uns hier in so einer Seitwärts-Range, die auf der Unterseite begrenzt ist, bei etwa 2140 Punkten und auf der Oberseite bei 2190. Da braucht man nicht mal hier ein Distanzmesser zu bemühen. Das sehen wir mit einem Blick. Es sind hier etwa 2%, die wir hier
an Spiel haben, 2,5%, und mehr ist in den letzten Wochen hier wirklich nicht passiert, wenn wir uns das anschauen. Das ist wirklich so von Mitte Juli, jetzt haben wir September, also es ist wirklich 6, 7 Wochen, in der Markt hier eigentlich fast nichts an Performance gebracht hat. Natürlich ist das, wenn wir das saisonal sehen, ein gutes Zeichen, weil wir sehen ja sonst häufiger im August und September eher schwächelnde Kurse, dass der Markt sich hier oben hält, ist natürlich ein Zeichen von Stärke. Nichtsdestotrotz war es, wie er jetzt zum Beispiel hier im Index gehandelt hat, selbst Intraday sehr schwer hier profitabel zu handeln. Auch die Händler, die jetzt vielleicht auf Stundenbasis unterwegs waren, haben gemerkt, selbst bei einem guten Screening ist es sehr schwer gefallen, Aktien auf Stunde zu handeln. Hier war es wirklich fast nur möglich, Intraday Kurzpositionen aufzumachen und den Plus zu schließen. Also in solchen Phasen, wenn die Märkte so seitwärts laufen, muss man eigentlich fast glücklich sein, wenn man in dieser Phase nichts verliert. Also alle die unter euch, die jetzt vielleicht in den letzten 2, 3 Wochen gesagt haben, boah, was für ein Markt, ich habe hier nur Break-Even getradet, vorher lief es eigentlich ganz gut, würde ich mir keine Gedanken machen. Das ist schon ein gutes Ergebnis, wenn man in diesen Seitwärtsmärkten kein Geld verliert, denn sehr, sehr viele Händler handeln hier ihr System einfach kontinuierlich durch. Ich bin in den letzten Wochen ausblicken bei mir auch schon immer darauf eingegangen, dass wir hier in dieser Seitwärtsrange gefangen genommen sind. Und es macht ja eben, wie gesagt, wenig Sinn, hier sehr viel zu handeln in dieser Phase, es sei denn, man findet intraday bestimmte Stories, die man handeln kann. Ich werde auch gleich 2 Stories vorstellen, die ich letzte Woche gehandelt habe. Aber ansonsten ist es wirklich sehr schwierig. Und das sieht man auch, wenn man jetzt vom Tageschart zum Beispiel in den Stundenchart übergeht. Hier sieht man wirklich, wir hatten hier einen sauberen Aufwärtstrend, das habe ich ja gerade schon eingezeichnet, das ist der Tageschart hier, diese grüne Linie. Aber wenn wir uns das in der Stunde mal hier anschauen, ich gehe jetzt einfach mal hier in den Chart hinein, da sieht man eigentlich das ganze Dilemma sehr schön, denn wir haben hier im Stundenchart im Endeffekt hier erst steigende Kurse gab, bis dahin war eigentlich hier alles soweit in Ordnung. Solange das so läuft, haben wir auch eigentlich kein Problem. Nur dann gab es hier plötzlich ein tieferes Tief als hier. Anschließend dann wiederum ein höheres Hoch. Anschließend wieder ein tieferes Tief und dann wieder ein höheres Hoch. Da kann man natürlich wirklich sehr, sehr schwer handeln, weil im Endeffekt sind es ja Fehlausbrüche ohne Ende, die hier stattfinden. Und das ist für mich eigentlich immer so ein Punkt, wo ich sage, hier macht es keinen Sinn, irgendwelche Trades einzugehen hier in dem entsprechenden Index. Wie gesagt, auch in den Aktien war es nicht gerade leicht in den letzten Tagen und Wochen gute Trades zu finden, aber wenn man solche Muster findet, dass man eben nicht wie gewohnt aus der Markttechnik immer steigende Hochpunkte und steigende Tiefpunkte hat, dann sollten wir halt hier immer überlegen, ob wir das Ganze denn hier überhaupt fortsetzen müssen oder ob es nicht vielleicht viel sinniger ist, hier eine Trading-Pause einzulegen oder auf einen anderen Markt auszuweichen, zu schauen, okay, was macht der Nasdaq, was macht der S&P, was machen die Devisenpaare, haben wir hier vielleicht Möglichkeiten, in Trends hineinzukommen. Auch in Einzelaktien gibt es einige, die sich sehr gut entwickelt haben in den letzten Tagen und Wochen, schauen wir gleich auch drauf, die auch neue Jahreshochs ausgebildet haben, aber hier im S&P ist im Moment hier kein Blumenpott zu gewinnen. Wie können wir jetzt vorgehen hier? Und dafür gehe ich jetzt nochmal in den Tageschart zurück. Also interessant wird die Situation in dem Moment, wo der Markt auf der Oberseite Schlusskurse oberhalb der 2195 generiert oder eben unterhalb von 2140. Warum? Wir befinden uns, wie gesagt, seit 5, 6 Wochen in einer sogenannten Schiebezone. Das heißt, der Markt tendiert hier eigentlich immer nur rauf und runter. Das Handelsvolumen nimmt jetzt auch nicht unbedingt gerade zu in dieser Phase. Und wenn der Markt es jetzt allerdings schafft, hier auszubrechen aus dieser Phase, ich zeichne das jetzt mal ein, zum Beispiel nach oben heraus, so, dann haben wir natürlich wieder sehr gute Chancen, dass hier sehr viel Druck in den Markt kommt, weil dann sehen das natürlich auch sehr viele Händler, auch Händler mit größeren Handelsvolumina, und werden dann hier natürlich die Märkte für uns nach oben treiben. Ähnlich sieht das auf der Unterseite aus. Hier ist das Bild häufig sogar noch etwas krasser, denn wenn wir hier nach unten herausfallen, dann ist es ja nicht nur, dass viele Leute auf die Short-Seite gehen, sondern wir haben natürlich ja auch sehr viele bestehende Long-Positionen im Markt, wo dann hier entsprechende Stops auch sitzen, so wie jetzt hier, und auf Stundenbasis natürlich auch noch den einen oder anderen mehr. Und die sorgen natürlich dafür, dass es dann häufig sogar etwas kräftiger nach unten geht.
Das ist also so diese beiden Szenarien, auf die ich jetzt hier warte. Solange wir uns hier in diesem Feld hier zwischen bewegen, würde ich persönlich keine weiteren Trades hier im S&P eröffnen. Schauen wir uns das Ganze im Nasdaq-Index an. Im Nasdaq-Index haben wir auch einen sauberen Trend nach oben gehabt, befinden uns allerdings hier auch seit Mitte August in dieser Seitwärts-Range, ähnlich wie im S&P. Was hier auffällt, ist, dass diese Range natürlich bei weitem nicht so lange anhält, wie gesagt, hier seit Mitte August. Erst, wir haben es ja vorhin gesehen, im S&P haben wir das Ganze eigentlich schon 4 Wochen länger. Das heißt also, hier ist die Range auf der Unterseite bei etwa 4740, auf der Oberseite bei 840. Das heißt, wir haben hier 100 Punkte, was auch etwas mehr als 2% ist. Also auch hier haben wir keine Dynamik im Moment. Das sehen wir auch bei den Einzelwerten. Natürlich haben wir einzelne Aktien, die gerade im Nasdaq noch sehr gut aussehen. Schauen wir uns auch gleich gemeinsam an, wo ich Chancen sehe, wo wir hier gute Trades machen können, aber im Index direkt würde ich mich persönlich im Moment eher zurückhalten und darauf warten, dass hier wieder mehr Dynamik kommt. Das heißt also ähnliches Bild wie im S&P, also entweder Ausbruch nach oben oder Ausbruch aus der Range nach unten. Dann macht es auch Sinn, aus meiner Seite Intraday hier zu agieren. Okay, schauen wir uns den FDAX noch an, bevor wir dann auf Einzeltitel gehen. Im FDAX sieht die Sache etwas anders aus, denn prinzipiell ist der FDAX natürlich schwächer unterwegs als die beiden großen amerikanischen Indizes, die sich ja nahe ihren Allzeithochs bewegen. Hier im FDAX sieht es ja anders aus, da haben wir ja Hochs gehabt bei über 12.000 Punkte. Im Moment sind wir bei etwa 10.677 mit dem DAX Future, aber anders als in den amerikanischen Märkten haben wir hier tatsächlich noch einen Trend, der tatsächlich sehr sauber läuft, haben auch nicht diese Seitwärtsphase. Natürlich sehen wir hier eine Korrektur, die wir hier gesehen haben, die ist aber doch wesentlich angenehmer auch zu handeln, ist eigentlich so eine normale Korrektur, wie wir sie sonst auch sehen. Der Rücklauf hier ist eigentlich mustergültig gewesen. Wir sehen nämlich, dass hier der Rücklauf hier genau bis an diese Ausbruchsmarke hier in etwa bei 10.400 erfolgt ist. Das ist immer ein gutes Bild. Das zeigt eigentlich die Stärke, die in einem Markt vorhanden ist, wenn wir hier keine Korrekturen sehen, die wesentlich tiefer gehen. Dynamik werden wir wahrscheinlich erst dann wieder in den Markt bekommen, wenn wir hier die Hochs bei etwa 10.800 herausnehmen. Idealerweise geht das Ganze natürlich einher mit einem Ausbruch aus dem S&P nach oben. Also auch da sehen wir dann wahrscheinlich sehr viel Stärke dann im deutschen Markt. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir gleich einfach mal noch, was haben wir an Titeln beim letzten Mal besprochen und was habe ich selber auch an Trades jetzt in den letzten Tagen aufgemacht. Der ein oder andere kennt vielleicht auch schon den einen oder anderen Trade. Ich habe sie ja auch bei Facebook vorgestellt. Zum einen war das natürlich hier ein Trade in der E.ON-Aktie, ist ein Intraday-Trade gewesen, wo der Markt doch nach unten gelaufen ist. Wir haben ja über die letzten Wochen und Monate eigentlich immer wieder gesehen, dass die Versorger doch sehr, sehr schwach unterwegs gewesen sind. Hier kann man auch ganz gut sehen, dass die E.ON-Aktie hier doch sehr schwach unterwegs war. Habe mich dann hier entschlossen, hier am Tief eine Position aufzumachen. Konnte man hier mit einem sehr engen Stop auch agieren von etwa 4 Cent, was ungefähr ein halbes Prozent entspricht. Das heißt, im Intraday-Handel macht es durchaus Sinn, mit Stopgrößen von einem halben Prozent in etwa in den Markt zu gehen. Vielleicht auch bis zu einem Prozent mehr würde ich da nicht machen. Und dann sehen wir hier sehr schön, dass die Aktie dann auch sehr schnell an Dynamik gewonnen hat. Das heißt, es ist hier wirklich sehr schön heruntergekommen und dann hier ja, nachmittags dann wirklich fast abgestürzt, habe dann die Position zu 60% am Handelsende geschlossen bei 8,01, das war der Schlusskurs gewesen. Dann bin ich dann, wie gesagt, mit dem Großteil der Position herausgegangen. Weil der Markt so schwach gewesen ist, habe ich mir einfach überlegt, okay, ich würde den Trade gerne weiter fortsetzen auf der Short-Seite. Ich zeige es auch gleich danach noch, wie der Trade dann weitergelaufen
ist, habe dann den Stop dann auf der 8,25 gesetzt, also hier, wo mein Einstiegskurs gewesen ist für die Restposition, und jetzt ist etwas passiert, womit ich dann an dem Tag eigentlich auch nicht gerechnet habe, denn die E.ON-Aktie ist dann wirklich am nächsten Tag sehr stark gestartet in den Markt. Mache ich jetzt auch gerade hier einmal auf, damit man das Ganze sehen kann. Das ist die E.ON-Aktie im Tageschart, also wirklich, ja, wenn wir es mal im Großen sehen, sehr, sehr schwach gewesen. Jetzt habe ich darauf spekuliert, dass der Markt hier durch die Tiefs nach unten rauschen könnte. Wir sehen auch, das ist der Tag, wo ich short gegangen bin, habe also wirklich eine sehr schöne Bewegung mitbekommen. Dann allerdings am nächsten Tag ist die Aktie tatsächlich von 8 Euro dann bis 8,30 Euro und dann auch heute bis fast 8,40 Euro hochgelaufen. Also auch da sieht man, wie wichtig Stops im Markt sind. Wie gesagt, Grundgedanke war, einen großen Teil der Position intraday zu schließen. Das habe ich auch gemacht mit einem Verhältnis 1:5. Das heißt, ich hatte einen 4 Cent Stop gehabt hier an dieser Stelle, damit man das auch noch mal so ein bisschen auf dem Plan hat. Also man muss halt immer sehen, wie das Chance-Risiko-Verhältnis ist. Wie gesagt, hier 4 Cent mitgenommen, dann etwa 21 Cent. Damit bekommen wir dann eben ein entsprechendes, na, mit dem Malen von Hand ist immer ein bisschen schwierig, ein Verhältnis von etwa 1:5. Das heißt, wenn Sie oder Ihr Risiko habt von 100 Euro, dann hat man halt hier mit so einer Trade-Idee dann halt entsprechend 500 Euro verdient. Und das ist natürlich sehr schön. Leider, wie gesagt, die zweite Hälfte dann Break-Even raus. Aber auch das gehört zum Trading. Und ich finde, das sind auch so Dinge, die man auch wirklich dann natürlich auch in solchen Webinaren einfach auch mal sagen muss. Es ist nicht jeder Trade, den wir eingehen, auch wenn man das hauptberuflich macht, so wie ich. Ich habe jetzt in den letzten 20 Jahren, ich habe jetzt mal geschaut, ungefähr 47.000 Trades gemacht. Ist nicht so, dass da jeder Trade läuft. Also auch da ist es so, dass man so eine Trefferquote zwischen 50, 55, 60 Prozent maximal hat. Und auch wenn man mit seiner Einschätzung hier eine Trading-Idee hat, nicht alles geht auf. Also auch das gehört dazu. Aber am Ende des Tages freut man sich halt, dass man hier 60 Prozent mit einem sehr schönen Plus geschlossen hat. Wie gesagt, der Rest dann auf Stundenbasis wollte ich gern verwalten. Hat nicht geklappt, aber auch das, wie gesagt, gehört zum Trading einfach mit dazu. Und das kann man dann auch ruhig zeigen, wenn es mal an solchen Tagen eben nicht so gelaufen ist, wie man sich dann am Ende des Tages vorgestellt hat. Zweiter Trade, den ich eingegangen bin, in der Deutschen Bank. Auch hier im Endeffekt das gleiche Spiel. Die Deutsche Bank ist auch seit Tagen und Wochen sehr, sehr schwach unterwegs. Ich habe das Ganze ja auch schon in der Vergangenheit immer wieder gesagt. Auch hier an dieser Stelle möchte den Trade dann auch einmal auf der großen Zeiteinheit erst zeigen, bevor wir dann in den Trade genau hineingehen, wieso, weshalb, warum ich diesen Trade eingegangen bin. Auch hier hat man gesehen, die Aktie ist halt wirklich auf lange Sicht gesehen sehr, sehr schwach, und ich habe bin auch davon ausgegangen, okay, wir haben hier Chancen auf der Short-Seite hier einen guten Trade zu bekommen, weil auch die Commerzbank recht schwach unterwegs ist. Wir sehen also auch häufig so eine Sippenhaftung, ist die Deutsche Bank schwach, ist in der Regel auch die Commerzbank schwach und auch andere Banken. So ähnlich verhält sich das natürlich auch in den anderen Branchen. Wenn Automobilindustrie stark läuft, dann sind es häufig eben auch alle Titel und alle Bereiche, die dann dort eben entsprechend unterwegs sind. Ich habe mir hier überlegt gehabt bei dem Trade, wir hatten hier einen Korrekturhandel gehabt auf der 5 Minuten, der Markt ist hochgelaufen und haben dann hier wieder gesehen, dass die Märkte doch recht schön im 5 Minuten Chart nach unten gelaufen sind. Möchte ich auch hier kurz zeigen. Also hier sieht man wirklich, wie der Trend hier sich nach unten entwickelt hat. Haben dann hier unten unter den Tiefs bin ich dann einfach short gegangen mit dem Stop hier über dem Hoch und bin dann einfach, wie ich das häufig intraday mache, dann so rangegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme einen Teil der Gewinne mit, wenn ich ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1:2 habe, und den Rest der Position schließe ich dann einfach bei 1:4. Deswegen mache ich hier immer den CAV-Rechner an die Seite mit ran. Man sieht, wenn ich den Trade hätte laufen gelassen, auch das ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier auch nochmal ansprechen möchte. In diesem Fall wäre es natürlich viel, viel besser gewesen, den Trade laufen zu lassen. Man sieht hier, man hätte hier locker 1:8, 1:9 aus dem Trade herausholen können. Aber auch das passiert natürlich nicht jeden Tag mit jedem Trade, den man macht. Wenn das immer so wäre und ich in meinem Handelsjournal sehen würde,
dass ich hier solche Chancen immer hätte, wo ich 1 zu 8, 1 zu 9 bekommen würde, dann würde ich natürlich viel öfter meine Trades laufen lassen. Aber die Statistik zeigt mir einfach aufgrund der vielen Trades, die ich gemacht habe und dadurch, dass ich diese Trades häufig intraday auch schließe, dass es für mich einfach besser ist, mit festen Gewinnmargen zu arbeiten. Wenn jemand eine andere Erfahrung hat aus seinem Handelsjournal, dann sollte er natürlich dementsprechend agieren, weil das kann man natürlich nicht immer pauschal sagen, weil es hängt natürlich ein bisschen auch von der Uhrzeit ab, in der man im Regelfall im Trading ist. Ich zum Beispiel handle ja in der Mittagszeit relativ wenig bis heute, also eigentlich fast gar nicht, und er fängt eigentlich erst wieder um 14.30 Uhr, 15 Uhr an, mit dem einen oder anderen Trade dann zu beschäftigen, 15.30 Uhr dann US-Markt. Und dadurch, dass ich meine Position zum Handelsende sowieso schließen muss, hier 17.30 Uhr dann entsprechend, wenn der Cetra-Markt zumacht, gehe ich dann einfach in die Bewegung halt heraus. So, also von daher hier mal so ein Einblick in den Intraday-Bereich, weil diese Fragen kommen natürlich immer, weil wir hier ja hauptsächlich Tag-Stunde erklären, wie gehe ich in das Ganze rein. Öfter zeige ich schon mal solche Trades, natürlich in meiner Facebook-Gruppe Markttechnik erfolgreich handeln, und einige Intraday-Trades habe ich jetzt letzte Woche auch nochmal einen hochgestellt gehabt, bei mir, glaube ich, in der Videothek, auch nochmal ein Trade zu einem Banktitel, damit man auch mal sieht, wie ich das Ganze intraday an. So, dann kommen wir jetzt natürlich noch zu einigen Trades, die wir beim letzten Mal auch kurz besprochen haben, drei Devisenpaare, und dann natürlich der Ausblick, wo lohnt sich jetzt der Einstieg. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen gehabt, August, ein schönes Devisenpaar, kanadischer Dollar gegen japanischen Yen. Ich habe das Ganze mal hier rot gekennzeichnet, als wir darüber gesprochen haben. Ich sagte ja, ich bin eher so ein Händler, der Devisenpaare lieber im Stundenchart tradet als Intraday. Natürlich wäre das Ganze auch Intraday super gelaufen. Man sieht hier der Ausbruch unter die 77,90, 77,80 ist dann sehr dynamisch vonstatten gegangen. Also wer jetzt hier einen Trade aufgemacht hat, hat hier sicherlich vieles richtig gemacht zu diesem Zeitpunkt. Wenn man es hier sich anschaut, der Markt ist hier raufgelaufen, hat dann hier neue Tiefs gemacht und läuft dann hier doch sehr dynamisch erst einmal nach unten. Der Markt ist dann allerdings im Anschluss nach oben weggedreht. Das heißt also, die Position wäre dann hier bei etwa 77,30 auf Stundenbasis ausgestoppt worden. Ist aber im Endeffekt nicht, aus meiner Sicht nicht dramatisch, weil zum einen, wie gesagt, wenn man das Ganze auf Stunde gehandelt hat, entweder agiert man mit einem Teilverkauf, was ja die eine Möglichkeit ist. Ich selber mache das ja auf Stunde eher seltener, aber selbst dann hätte man hier noch einen schönen Gewinn hier in dieser Position einfahren können. Man sieht auch, wie wichtig es ist, mit einem Stop zu agieren. Wenn man dann sieht, was dann danach passiert, dann sieht man eben, der Markt läuft dann tatsächlich hier wieder zurück an seine Ausbruchsmarke, macht dann natürlich wieder einen neuen Anlauf. Aber das ist halt im Devisenmarkt. Wir sehen hier Ausbrüche und dann eben sehr häufig starke Rückläufe. Das ist ja das, was ich immer sage. Deswegen muss man hier wirklich immer auch mit Stops agieren. Angeschaut haben wir uns natürlich auch noch letztes Mal den Schweizer Franken gegen den japanischen Yen. Auch hier natürlich langfristig gesehen auf Tagesbasis einen starken Abwärtstrend. Hier haben wir langsam wieder Fahrt aufgenommen. Ziel war es, hier die Tiefs bei 102, 102,50 anzulaufen. Das hat auch nicht geklappt, weil wir nicht genügend Druck auf die Unterseite bekommen haben. Aber dadurch, dass wir eben Einstiege suchen auf der Short-Seite, die natürlich möglichst früh schon stattfinden und wir genügend Platz bis zur Unterseite haben, haben wir hier natürlich auch immer Chancen, wenn wir zum Beispiel auf der Stunde dann schauen. Ich muss hier mal 4 Wochen gerade zurückgehen. So, schauen wir uns das Ganze einfach kurz an. Hier sind wir dann aus dieser Seitwärts-Range ausgebrochen. Ist dann immer die Frage, wo setzt man dann den Stop? Das hängt natürlich immer sehr viel von der Kontogröße auch ab, wie viel Stop kann und will ich mir denn als Trader überhaupt leisten. Es gibt natürlich hier zwei Möglichkeiten. Der eine ist natürlich, wenn wir uns den Trend hier anschauen, hier rauf, so, und dann, dass man den Stop hier über das Hoch setzt bei etwa 106,20. Der Punkt ist nur, wir haben dann hier doch 120 Pips, was natürlich für den einen oder anderen doch schon relativ groß ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was kann man alternativ machen? Gerade wenn man vielleicht sagt, naja, das ist mir vielleicht zu viel, weil ich vielleicht mein Konto auch nicht so groß habe. Ich rate dann immer dazu, nicht einfach zu sagen, okay, ich mache diesen Trade dann trotzdem, obwohl das vielleicht von meinem Chance-Risiko-Verhältnis nicht passend ist, sondern
und ich nutze dann immer diese Möglichkeit dieses kleinen Trends, der dann danach entsteht. So, das haben wir nämlich sehr häufig, also entweder, dass wir hier so einen Fehlausbruch bekommen, der Markt nochmal kurz zurückkommt und dann runtergeht, oder die Alternative, der Markt läuft hier runter, hier rauf und dann herunter. Das heißt, wir bekommen dann hier kurze Stops und diese können wir natürlich dann nutzen für den Trade, denn wenn wir uns das hier anschauen, dann sieht die Sache natürlich schon anders aus, wenn wir sehen hier Unterseite 105 und die Oberseite 145, 145, dann haben wir 45 Pips. Das sieht die Sache natürlich gleich ganz anders aus. So, wie ist das Ganze dann weitergelaufen? Hier neue Tiefs, das heißt, auch hier konnte man dann die Stops natürlich dann auf bis hoch nachziehen. Damit ist der Trade dann auch erstmal risikolos. So, dann gab es hier auch nochmal neue Tiefs, was natürlich uns immer wieder freut, wenn wir neue Tiefs sehen, weil wir dann einfach die Stops entsprechend hier auch nachziehen können. Und das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt beim Trading, hier einfach immer nur die Stops nachziehen über das Hoch. Muss man natürlich immer ein bisschen schauen, so, und jetzt kriegt man hier raus und es war jetzt aber auch hier wieder ein positiver Trade. Man hat vielleicht nicht das CRV von 2, 3, 4 erreicht, was man vielleicht so im Kopf hatte. Nichtsdestotrotz ist natürlich hier jeder positive Trade, und wenn wir nur ein CRV von 1 zu 1 haben, erstmal natürlich gut für uns als Händler, immer besser als ein Verlusttrade. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich versuchen, möglichst große Runner zu bekommen, wenn wir auf Tag und auf Stunde agieren. Noch ein letztes Devisenpaar, was ich beim letzten Mal mit vorgestellt habe, auch da einmal kurz in den Tageschart. Auch hier haben wir natürlich gesehen im großen Bild, dass wir hier sehr schwach waren, befanden uns mehr oder weniger das ganze Jahr über auch unter dem EMA 200, haben hier auch wirklich einen sehr dynamischen Abschwung gesehen, dann die Korrektur, haben wir darüber gesprochen, dass es dann hier auf jeden Fall Sinn macht, auch mit Ziel wieder das Tief hier anzulaufen. Das ist ja immer auch bei den anderen beiden Trades die Trading-Idee gewesen, hier das Ziel zu nehmen. Wichtig aus meiner Sicht ist einfach nur, dass wir nicht erst versuchen, hier am Tief Short zu gehen, weil das eben ein sehr später Punkt ist. Natürlich kann man diesen noch nutzen, aber wir sehen auch schon, dass es dann nicht mehr so ganz viel Luft gab. Hier sehen wir noch gerade so, ja, etwa 300 Pips und dann ist der Markt hier halt wieder entgegengeschossen. Wenn wir schon früher reinkommen in einen solchen Trade, macht das natürlich viel mehr Spaß. Wenn man es Intraday macht, natürlich dann umso besser. So, auch hier nochmal kurz der Blick. Hier ist die Phase, der grüne Kasten, als wir darüber gesprochen haben. Hier 1. August war das Ganze gewesen. Hier haben wir Dynamik dann bekommen, den Ausbruch dann nach unten. Hier auch wieder, wie vorhin schon angesprochen, müssen wir natürlich immer ein bisschen darauf achten, wie kommen wir dann in so einen Trade hinein, damit das Ganze dann auch für uns, ich sage jetzt einfach mal, im Trading auch bezahlbar ist. Weil wir müssen natürlich immer drauf schauen, wie groß sind denn unsere Stops. Und wenn die Stops zu groß sind, wie gesagt, gibt es mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen, bevor wir sagen, wir machen den Trade gar nicht. Denn zeichne das Ganze auch hier mal ein, damit das Verständnis vielleicht auch einfach mal so dafür da ist, wann lohnt es sich denn jetzt eigentlich, den großen Trend zu handeln und wann sollte man vielleicht eher anderweitig was machen. So, wir sehen also hier, wenn wir uns den Trend hier anschauen, wenn wir hier tatsächlich uns hier hätten hier unten einstoppen lassen bei der 1,7350, 1,7360, so auf diesem Level, dann hätte man natürlich den Stopp hier oben drauf setzen können. Da sehen wir schon, das sind rund 300 Pips. Das ist natürlich eine Welt für die meisten Trader, sehr, sehr teuer. Man könnte natürlich jetzt hingehen und sagen, okay, zweite Möglichkeit ist natürlich zu schauen, bekomme ich hier einen untergeordneten Trend? Ja, haben wir bekommen. Wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, sieht man das Ganze auch, dass wir hier noch einen kleinen Trend hatten. Das wäre jetzt so die zweite Möglichkeit, die wir gehabt hätten. Wäre aber auch bis hierhin immer noch ein satter Stop hier, 1,7510 zur Unterseite, 140, 150 Ticks. Also ist auch noch für die meisten Trader sehr, sehr groß. Aber das wäre hier auf jeden Fall machbar gewesen. Weitere Möglichkeit ist natürlich dann zu sagen, okay, man macht einen Bewegungshandel. Das heißt, man geht wirklich Kerze für Kerze vor mit Innen- und Außenkerzen. Wir haben ja schon dazu das ein oder andere Video auch hier bei FX Flat und CapTrader gemacht, aber natürlich auch in meiner Videothek kann man dazu noch was finden. Oder eben, wenn wir eine solch dynamische Bewegung sehen, das Ganze sich dann Intraday anzuschauen. Also dann in solchen Fällen wirklich auch mal hingehen, sich einen 10-Minuten-Chart oder 5-Minuten-Chart anschauen, weil wir sehen auch, dass es hier zu einer sehr
Zeit gewesen, wo fast viele Händler, also private Trader auch da sind, in der Mittagszeit, die natürlich berufstätig sind, die natürlich nicht. Aber wenn man sowas sieht, kann man solche Chancen auch nutzen, um das Ganze dann Intraday anzufassen. Okay, das jetzt mal zum Devisenbereich. Ansonsten habe ich mir vorhin die Devisenpaare angeschaut. Also ganz viele wirklich zwingende Situationen habe ich hier nicht gefunden. Ich würde dann lieber noch ein paar Aktien vorstellen, wo wir hier gute, saubere Trends haben, wo wir vielleicht tatsächlich in den nächsten Tagen was finden könnten, wo es vielleicht Sinn macht, hier in den einen oder anderen Trade hineinzugehen. Da haben wir hier zum einen die ATVI-Aktie. Sehr schön zu sehen, dass die Aktie hier wirklich sehr sauber nach oben läuft. Das ist ja genau das, was wir eigentlich suchen. Aktien, die sehr trendstark sind. Ich zeichne jetzt auch nicht jeden einzelnen kleinen Trend ein. Geht einfach ja nur darum zu sehen, okay, die Aktie befindet sich halt in einem sauberen Trend, hat hier am Freitag versucht, neues Hoch zu machen, hat es auch nicht geschafft, ist also kurz darunter hängen geblieben. Nichtsdestotrotz sehen wir hier in den letzten 14 Tagen, dass die Aktie sehr, sehr stark gelaufen ist. Das wird man auch sehen, wenn man zum Beispiel dann in den Stundenchart hinuntergeht. Und hier sieht man einfach, wie sinnig diese Kombination auch aus Tagstunde ist. Tageschart ist bergauf, stoppt dann häufig natürlich für uns zu groß. Aber wenn wir das hier sehen, Intraday sieht das Ganze natürlich schon viel, viel besser aus. Die Stops sind dann natürlich viel, viel kleiner, so circa 1,5%. Und dann macht das Trading natürlich gleich viel mehr Spaß. Hier wirklich sowas Sauberes an Trend. Ist natürlich genau das, was wir natürlich heraussuchen wollen. Und das ist genau das, was ich natürlich auch versuche herauszufiltern im Trading. Das heißt, ich schaue mir nicht alle 100 Aktien an im Nasdaq und auch nicht alle 500 Werte. Das habe ich früher gemacht. Bis vor einem halben, dreiviertel Jahr habe ich das regelmäßig gemacht. Heute mache ich das mit meinem Screener, geht das Ganze natürlich wesentlich schneller. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das nicht hat, dann kann man das auf jeden Fall auch von Hand so machen. Und dann findet man auch wirklich sehr gute Einstiegschancen. Schauen wir uns die nächste Aktie an, Adobe. Auch hier sehen wir, die Aktie macht ein Jahreshoch nach dem nächsten. Lässt sich gar nicht davon beeinflussen, dass wir hier im Nasdaq in der Seitwärtsrange sind. Hat auch am Freitag hier wieder neues Jahreshoch markiert. Also auch hier schöner Aufwärtstrend. Das Einzige, was mich persönlich hier jetzt so ein bisschen an der Aktie stört, ist, dass die Ausbrüche nicht mehr sehr dynamisch sind. Das sieht man hier eigentlich die ganze Zeit. Kurzer Ausbruch, kurzer Ausbruch, kurzer Ausbruch und dann kam erstmal nichts. Aber wie gesagt, trotzdem ist die Aktie natürlich hier in einem Trend, auch wenn sie sicherlich nicht zu meinen Top 10 Aktien gehört. Eine weitere Aktie, die wirklich einen sehr, sehr schönen Aufwärtstrend auch etabliert, ist hier Applied Materials. Auch hier die Aktie haben wir auch schon mal vorgestellt gehabt, weil die wirklich seit Wochen und Monaten wirklich sehr, sehr sauber läuft. Also auch hier, nachdem es hier einmal hier die Stops gezogen wurden, das sind natürlich auch so Dinge, die passieren einfach im Trading. Man ist in so einer schönen Aktie drin. Die Aktie wollte hier durch, hat es nicht geschafft und ist dann einfach runtergekommen und dann kamen die Zahlen und Unternehmenszahlen, das haben wir natürlich auch häufiger und dann gibt es hier ein positives Gap. Und was passiert dann? Dann beginnt die Aktie zu laufen. Also viele Tage hintereinander. Dann für uns eigentlich das, was wir als Trader natürlich wollen. Es gibt anschließend eine Korrektur und diese Korrektur verläuft wieder mustergültig, nämlich einfach nicht tiefer als hier der letzte Hochpunkt der P2 und das ist natürlich für uns als Trader natürlich immer sehr schön und von hier aus dann anschließend wieder nach oben und jetzt, wenn wir hier genau hinschauen, nur noch kurze Stops, also das ist wieder ideal, weil je kürzer die Stops, desto größer unsere Positionen und desto mehr Geld können wir hier verdienen. Eine weitere Aktie, die ich auch schon mal vorgestellt habe, die AVGO. Auch hier befinden wir uns in einem sauberen Aufwärtstrend. Hier kann man auch die verschiedenen Trendgrößen gut sehen. Also wir haben zum einen hier natürlich den großen Trend hier sehr schön zu sehen, aber das ist ja häufig ein Trend, mit dem die meisten von uns im Trading eben nicht klarkommen, weil die Stops hier natürlich sehr groß sind. Wenn wir uns das anschauen, hier vom Hoch bei über 160 zum Tief bei unter 140 sind 15, 20%, ist natürlich viel zu groß. Aber natürlich Intraday, sprich auf Stunde oder auf kleineren Zeiteinheiten, lässt sich das Ganze natürlich sehr gut traden. Wenn wir uns das Ganze gleich auch mal auf der Stunde anschauen, wie gesagt, hier im Tageschart sehr schön zu sehen, ist die Aktie sehr, sehr super Richtung 180 gelaufen. Schauen wir uns das Ganze im Stundenchart an. Wenn wir jetzt mal
das Ganze uns anschauen, sehen wir auch hier wirklich ein sehr sauberer Trend. Also auch wenn man das Ganze intraday handeln würde, hat man natürlich bei solchen Aktien gute Chancen, hier auch gute Trades zu machen. Und gerade jetzt in den letzten Tagen, wo die Gesamtmärkte eher seitwärts tendieren, also da, wo ich auch sage, lieber Gas rausnehmen, weniger Trades auf Tag und Stunde machen, weil das macht jetzt wirklich wenig Sinn. Ich habe es ja schon letzte und vorletzte Woche auch in meinem Wochenausblick gesagt. Ich würde jetzt persönlich nicht so viele Trades hier auf Tag und Stunde eingehen. Also ich persönlich gehe im Moment auf Stunde gar keine Trades ein auf der Long-Seite, weil wir, wie gesagt, hier in dieser Seitwärts-Range gefangen sind. Aber intraday macht es natürlich durchaus Sinn, vor allen Dingen, wenn es positive Nachrichten zu einem Unternehmen gibt. Und Unternehmensdaten bekommen wir natürlich oder Nachrichten natürlich fast jeden Tag. Müssen einfach so ein bisschen drauf schauen, wo bekommen wir die. Die Daten, die ich gerade auch vorgestellt habe, die wichtigen Termine, das sind natürlich hauptsächlich Termine, die sich auf dem Devisenmarkt auswirken oder auf dem Rohstoffmarkt. Für Aktien schaue ich persönlich ganz häufig zum Beispiel bei VWD drauf, was es an neuen Nachrichten gibt. Kostenfrei gibt es das Ganze natürlich in ähnlicher Form, zum Beispiel bei Finanznachrichten oder bei Finviz für den amerikanischen Markt, wo man einfach mal schauen kann, okay, was gibt es denn hier eigentlich für Nachrichten, wo entstehen Gaps, wie kann man das Ganze nutzen für sein Trading, weil gerade wenn man intraday handelt, muss man natürlich schon noch das ein oder andere an Wissen natürlich dazu haben, wie verhalten sich Märkte eigentlich intraday, wieso sind die Bewegungen am Anfang eines Handelstages sehr stark, da sehen wir sehr starke Bewegungen rauf, zeichne das auch mal ein, weil das ist wirklich etwas, was viele auch häufig nicht verstehen. Also wenn man intraday zum Beispiel handelt, der Markt macht hier auf, dann sieht man am Anfang häufig sehr starke Bewegungen rauf und runter und so dann ab 16 Uhr, 16.15 Uhr werden dann tatsächlich die Bewegungen und Korrekturen dann im Verhältnis wesentlich kleiner und dann gibt es nachher so diese Mittagszeit, wo wir dann meistens so relativ wenig Bewegung sehen, wo wir dann auch häufig Fehlausbrüche in die eine oder andere Richtung sehen, bevor es dann gegen 20 Uhr dann wieder häufig wieder zu starken Bewegungen kommt. Und das Ganze kann man natürlich intraday perfekt nutzen, gerade diese starken Bewegungen am Anfang und auch am Ende. Ich gehe da ganz auf das Ganze ja immer ein, sowohl in meinen fünftägigen Workshops Markttechnik erfolgreich intraday handeln, als natürlich auch in meinen Coaching-Modulen für den intraday-Bereich, weil das ist wirklich für viele Trader natürlich eine lukrative Geschichte, intraday zu handeln. Ich möchte aber trotzdem sagen, dass es nicht unbedingt einfach ist, weil das wird der eine oder andere auch schon gemerkt haben, der Handel auf Tagesbasis und auf Stundenbasis ist für viele Trader wesentlich einfacher. Nicht für alle, das muss ich auch dazu sagen, weil ich selber habe früher auch fast nur intraday gehandelt, habe also erst in den letzten 6, 8 Jahren verstärkt eben auf den großen Zeiteinheiten gehandelt, weil ich mental manchmal Probleme hatte, Positionen mit über Nacht zu nehmen. Das habe ich heute gar nicht mehr. Und ich habe auch letzte Woche noch mit einem Kunden geschrieben, der zum Beispiel auch auf Tagstunde angefangen hat zu handeln, heute nur noch intraday macht und er sagt, intraday klappt super, auf Tag und Stunde fühlt er sich nicht so wohl. Also er macht viel lieber intraday. Aber wie gesagt, man muss da schon einiges an Wissen mitbringen und wenn man da vielleicht noch nicht ganz so fit ist und merkt, okay, ich bin da nur Break-Even-Trader oder vielleicht noch leicht im Minus, dann erst überlegen, entweder lieber die große Zeiteinheit oder zweite Möglichkeit, Handelsjournal führen, also ein Trading-Journal führen und versuchen, aus seinen Fehlern zu lernen. Das ist immer ganz, ganz wichtig im Trading. Das vergessen wir häufig. Trading ist ein Geschäft wie jedes andere auch. Und da macht jeder auch Fehler von uns. Und die kann man natürlich ausmerzen. Und als Kind weiß man das oder weiß man es nicht, man macht das intuitiv, wenn man etwas nicht richtig gemacht hat. Ich sage mal so, kleine Kinder, wenn die laufen lernen wollen, die fallen auch 50 Mal hin oder 100 Mal, bevor sie dann das Laufen lernen. Und das müssen wir halt im Trading auch. Wir müssen halt versuchen, aus den Fehlern zu lernen. Und wenn man es alleine nicht schafft, dann sucht man sich einfach ein bisschen Unterstützung, bespricht seine Trades und dann wird das Ganze natürlich dann wesentlich einfacher. Okay, schauen wir uns den nächsten Wert an und da sehen wir, da hat der Screener wieder super gute Aktie auch hier rausgesucht. Auch hier wirklich sehr dynamisch das ganze saubere Aufwärtstrend haben wir hier gesehen. Dann eine mustergültige Korrektur und dann jetzt hier aus der Korrektur wieder nach
oben geschossen. So, und dann hier kann man sich das Ganze dann wirklich wieder auch perfekt im Stundenchart anschauen. Also wir haben hier diese starke Aufwärtsbewegung im Tageschart gesehen. Und das, was ich dann eben sehr gerne mache, ist einfach schauen, okay, wir haben halt hier eine Abwärtsbewegung, okay, in der können wir im Regelfall ja nicht so wirklich gut traden, weil natürlich, wer das möchte, Intraday Short handeln. Ich selber rate davon eigentlich mehr oder weniger ab, weil wir hier selten gute Chance-Risiken bekommen, aber wenn wir dann sehen, hier entfacht dann im Endeffekt hier ein neuer Trend. So, und hier haben wir natürlich gute Chancen, dann in so einen Trade hineinzukommen. Kurzer Rücklauf wieder an diesen alten P2 und von da aus ging die Post dann hier ab. Dass hier dann das Gap entstanden ist, das ist dann einfach, ja, Zufall, Glück, wie auch immer. Das Glück gehört dem Tüchtigen dann in dem Fall, aber nichtsdestotrotz, die Richtung hat ja sowieso gestimmt, also von daher hier eine gute Möglichkeit, in so einen Trade hineinzukommen, und das macht natürlich dann auch durchaus Sinn und Spaß, wenn wir hier bei 255 so einen Trade bekommen hätten, und jetzt sind wir bei 270, auch ein schöner Trade. Und so ist im Prinzip ein Trade wie der andere, den hier der Screener heraussucht auf Tagesbasis. Auch hier bei Cisco Systems sehen wir hier einen intakten Trend, also auch hier macht es durchaus Sinn, die Augen aufzuhalten. Hier sehr schön zu sehen, hier der intakte Trend, den wir hier gesehen haben. So, hier neue Hochs in den letzten Tagen gehabt, auch am Freitag wieder ein neues Jahreshoch, und ich versuche halt hier häufig aus diesen Korrekturen heraus in den Markt zu gehen, weil das ist etwas, was ich persönlich halt sehr, sehr gerne mache, weil wir kommen einfach tiefer in den Trade hinein, als wenn wir erst hier oben an so einem Hoch einsteigen. Denn wenn ihr hier einsteigt an so einem Punkt, so, hier seid ihr reingekommen und dann kommt erstmal hier dieser Rücklauf, und das ist doch etwas, das hat mir früher immer sehr zu schaffen gemacht. Also ich bin in den Trade hineingegangen, man hat 50 Euro riskiert, 100 Euro spielt gar keine Rolle. Man sieht, aha, ich bin 5 Euro vorne, und das nächste, was dann zu sehen ist, Minuszeichen von plus, im Prinzip von plus 10, dann geht es dann los auf minus 20, minus 40, und es geht immer weiter bergab. Das ist dann hier genau diese Phase, wo es dann hier so in so eine Korrektur geht. Dann Erleichterung, der Markt geht wieder ein bisschen hoch, dann nur noch minus 20, vielleicht sogar wieder auf plus 10, und dann passiert das, was wir nie sehen wollen. Fallen runter, werden ausgestoppt. Das ist dieser psychologische Aspekt im Trading, das gehört natürlich dazu. Nur wenn wir dauernd vor der Kiste sitzen, macht das die Sache natürlich auch nicht einfacher. Und das ist auch etwas, auf das ich immer wieder eingehe in den ganzen Coachings, wo die Leute auch immer fragen, ja, wie gehst du damit um? Bleibst du den ganzen Tag davor sitzen? Nein. Also wenn ich Minuten-Trading mache, ja, natürlich die erste Handelsstunde, ich mache immer so die ersten 90 Minuten meistens Intraday, und dann eher Trades auf den größeren Zeiteinheiten, und dann verabschiede ich mich auch vom Monitor. Es ist also wirklich nicht so, dass ich dann mir das Ganze noch antue und dann abends um 18 Uhr noch schaue, ja, was macht mein Trade denn auf Stundenbasis und um 19 Uhr und um 20 Uhr, sondern dann schaue ich wirklich erst am nächsten Tag, weil so Korrekturen im Stundenchart dauern ja in der Regel auch 4, 5, 6 Perioden, naja, und dann ist der Tag in den USA vorbei, weil die Handelszeit ist ja nur 6,5 Stunden. Okay, denke ich, dann schauen wir uns noch ein, zwei Werte an. Ich habe sie jetzt einfach mal so der Reihenfolge genommen, so wie sie hier aus dem Screener herauskommen. Hier auch eBay, wirklich sehr schön zu sehen. Schöner Aufwärtstrend, neues Jahreshoch, ein bisschen konsolidiert, jetzt wieder neue Hochs gemacht. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, jeden Tag ein neues Hoch. Also auch stärker als im Index, als im Nasdaq. Also von daher hier gute Chancen, auf einen Rücksetzer zu warten. Und dann sollte der natürlich nicht zu groß sein, dieser Rücksetzer. Im Idealfall dann hier Richtung 31,60, 31,40 und dann von hier aus wieder auf neue Hochs. So, auch hier sehen wir Electronic Arts, auch hier sauberer Trend. Wie gesagt, ob man das Ganze jetzt auf Tag handelt oder auf Stunde oder auf kleineren Zeiteinheiten, spielt eigentlich in diesen trendstarken Aktien weniger eine Rolle. Vielleicht nochmal, dass wir so zwei, drei hier einfach quer reinschauen, bevor wir dann gleich zu den Fragen kommen. Also alle Aktien, die wir hier rausfiltern, sind wirklich schön in einem sauberen Trend, auch hier zu sehen. Bei solchen Werten, die dann so in so, ich sag mal, so eher so ein bisschen seitwärts laufen und nicht so richtig ausbrechen, da würde ich immer sagen, okay, warum muss ich das nehmen, wenn ich jetzt gesehen habe, die oberen sind besser, also auch das System findet nicht 100% die Werte raus, aber doch eben von den 100, die wir im Nasdaq haben, halt 10 Werte, die interessant sind, und davon suche ich mir dann einfach die Top 5 aus. Das ist eine Zeit beim Screening vielleicht von 5 bis 10 Minuten und dann war es das. Hier,
super Aktie im Endeffekt, die seit Wochen perfekt am Steigen ist, wo man wirklich sehen kann, die ist sehr, sehr stark, macht richtig Spaß, diese Aktie hier im Tageschart auch zu handeln. Die hat alleine von ihren Tiefs im Mai, Juni, wenn wir uns das anschauen, schon 50% gemacht. Das fällt einem meistens gar nicht so auf. Das sieht man immer erst, wenn man ein bisschen genauer hinschaut hier. Also das ist schon wirklich dann, was wirklich Spaß macht. Das ist so ähnlich wie mit der Adidas-Aktie, die vom Anfang des Jahres bis jetzt auch schon so um die 65-70% gemacht hat. Das ist natürlich toll, wenn man in solchen Aktien dann entsprechend drin ist. Die letzten zwei Werte, die hier noch rausgefunden wurden, sind eben Zilinx und Yahoo. Und auch hier sehen wir sehr schön saubere Trends über die letzten Wochen. Ja, da haben wir heute mal verstärkt auf die Aktien geschaut. Beim nächsten Mal werden wir dann wieder mehr auf die Devisenmarkt schauen und schauen wir einfach mal, was es an Fragen heute noch von euch zu dem Thema gegeben hat. Die Fragen kannst du sehen, Mario, ne? Ja, ich mache es mal gerade auf bei mir. Kleinen Moment, ich ziehe es mal gerade runter. Okay, dann schauen wir mal. Wie kann man diese Phasen frühzeitig erkennen? Ich denke, das ist eine Frage von Peter. Ich denke, bezieht sich 18.07 Uhr wahrscheinlich auf den Intraday-Handel, auf die Trades vielleicht am Anfang. Also ich versuche immer diese Kombination zu fahren. Was auf Tag long aussieht, versuche ich natürlich auf der Stunde zu schauen, sieht auch häufig long aus und von da aus dann in den Intraday-Bereich. Wobei, wenn ich auf Minuten oder 5 Minuten traden möchte, beziehe ich auch immer die Nachrichtenlage mit ein. Also das ist etwas, wo wir in den Workshops und Coachings immer sehr tief auch in die Materie gehen, weil ich bin jemand, der sagt, okay, nur auf den Chart zu schauen, ist halt das eine. Also ich habe damals, als ich meine Ausbildung gemacht habe, im Bereich Charttechnik, das war 2000 herum, da hat man eben nur auf Charts geschaut, das hat auch einigermaßen funktioniert, aber ich habe für mich einfach festgestellt, dass die ideale Kombination eben die ist, nicht nur auf die Charts zu schauen, sondern zusätzlich die Nachrichtenlage mit einzubeziehen und auch die Saisonalität. Und das ist eben etwas, was aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist und dann auch den Erfolg bringt. Wir haben es ja auch letztes Jahr gesehen, der ein oder andere ist, glaube ich, auch mit dabei, der letztes Jahr bei der Webinar-Reihe Kleines Konto Großtraden mit dabei war, die wir ja auch aufgenommen haben. Es ist einfach so, wenn man im Herbst anfängt zu traden, hat man einfach die beste Jahreszeit für den Handel, weil dann irgendwann wird der Markt ausbrechen, so wie wir das im S&P uns angeschaut haben, und dann bekommen wir sehr viele Chancen auf der Long-Seite. Und wenn wir nicht unser Geld schon im August und September verschossen haben mit irgendwelchen unsinnigen Dingen, wo der Markt in einem Seitwärtsmarkt war, sondern darauf warten, dass wir wirklich klare Signale bekommen, dann haben wir wirklich Chancen, hier wirklich sehr schnell und sehr viel Geld zu verdienen. Okay, dann nächste Frage. Mal noch mal ein bisschen weiter aufmachen, hier sind so viele Fragen gekommen. Der Deutsche Bank Trade wurde erst gestartet, als E.ON auf Break-Even war. Wonach hast du Intraday die zeitliche Reihenfolge zwischen E.ON und Deutsche Bank entschieden? Gar nicht. Ich mache bis zu 4 Intraday-Trades gleichzeitig auf Lutz. Das liegt einfach daran, dass ich meinen Trade Management darauf ausgesetzt ist oder darauf angelegt ist, dass ich nicht 1% für einen Trade mache, sondern dass ich 0,25% pro Trade riskiere. Das heißt, ich kann bis zu 4 Chancen an einem Vormittag oder auch an einem Nachmittag nutzen. Dann ist mein Gesamtrisiko auf den Tag auf wirklich 2% begrenzt und ich habe aber 8-mal die Chance, hier in einen guten Trade hineinzukommen. Kirill fragt, was hältst du von AWW? Sagt mir jetzt gar nichts, ich gebe den Wert mal hier gerade kurz ein. Ich werde jetzt nicht noch ganz viele Werte, kriege ich gar keinen, bei dem Kürzel keinen Wert angezeigt. Kann ich leider nichts zu sagen, weil es nicht angezeigt wird. Okay, nächste Frage von Marco. Wie verhalten Sie sich, wenn ein Trade auf Stunde zum Börsenschluss nicht im Gewinn ist und nur seitwärts lief? Positionen offen lassen oder schließen? Wenn ich auf Stundenbasis handle, interessiert mich eigentlich nicht wirklich, was am Handelsschluss passiert ist bis dahin, denn ich gehe ja von meiner Geisteshaltung davon aus, dass ich den Trade über mehrere Tage halten muss. Wenn der jetzt allerdings, ich sag mal, es kommt zum Ausbruch und der bewegt sich jetzt gar nicht mehr, der Trade, dann könnte es mal sein, dass ich ihn tatsächlich vielleicht schließe. Aber im Regelfall, wenn er sich in irgendeiner Art und Weise bewegt hat,
dann kann es ja sein, der hat einen Ausbruch nach unten gemacht, zeichne das jetzt mal kurz hier ein, wenn das hier die Marke war, wo ich long gehen wollte, so, ich bin reingekommen, jetzt ist der Markt erst hochgelaufen und ist jetzt hier am Ende wieder zum Börsenschluss bei meinem Einstiegskurs, dann ist das egal, weil das ist ja ein typisches Bild, Markt läuft rauf, also Bewegung, Korrektur, wird mich jetzt nicht irritieren. Anders ist, Markt bricht aus und läuft jetzt hier so seitwärts. Also dann könnte ich mich auch entschließen, so einen Trade wieder zu schließen. Okay, was haben wir noch? Klaus Dieter fragt, welcher Screener ist das, den du verwendest? Das ist mein eigener Screener, den ich mit in Zusammenarbeit mit Carsten Berger gemacht habe, hier bei Agena Trader. Wir haben im Juni dazu auch einen Workshop gemacht, vielleicht erinnerst du dich, vielleicht hast du es irgendwo gelesen, und den Screener gibt es auch. Wir haben den kompletten Workshop da, die besten Sachen drauf aufgezeichnet und alle Parameter sind auch mit aufgezeichnet worden, also wer Interesse daran hat, die DVD dazu wird es, ich denke, nächste Woche geben, Ende nächster Woche müsste alles da sein, inklusive Handout und der Zusammenfassung vom Workshop. Wer daran Interesse hat, kann das natürlich auf meiner Website finden. Hoffe, die Minute Werbung ist da gerade erlaubt. Hier einfach nach unten screenen und dann findet ihr alle Informationen hier zu diesem Screener. Wie gesagt, das Ganze ist gerade im Druck und ich denke, das wird Mitte, Ende nächster Woche dann verfügbar sein. Okay. Lutz fragt, die DVD mit dem Seminar zum Screening ist jetzt verfügbar, wird die Erstellung des Screeners das Markttechnikpaket, braucht man dafür das Markttechnikpaket? Nein, brauchst du nicht. Wie gesagt, verfügbar ist es, die DVD da nicht, die wird gerade gepresst, ich denke Ende nächster Woche ist sie da und braucht man kein Markttechnikpaket für. Wenn du es hast, okay, kannst du es nutzen, aber braucht man nicht. So, Petra, handeln Sie Aktien nur long? Sie können doch bei weit gelaufenen Progressionen auch Short gehen. Ja, also ich handle nicht nur Long, ich handle auch Short, aber ich sehe nicht ein, warum ich in einem Long-Markt unbedingt Short-Positionen aufmachen soll. Auch das, ich schiebe das jetzt einfach mal ein bisschen beiseite, damit man es hier vielleicht besser versteht. Wenn das der Markt ist, egal ob auf Tagesbasis oder auf Stunde, spielt jetzt keine Rolle. Natürlich kann man hier an dieser Stelle sagen, man kann diese Abwärtsbewegung, die ja dann häufig kommt oder kommen sollte, für Short Trades nutzen. So, das macht aber aus meiner Sicht nur Sinn, wenn ich Intraday handle. Denn auf Stundenbasis sieht dieser Trend häufig dann so aus. So, herunter, herunter. So, dann gehe ich an dieser Stelle Short. Der Markt läuft hier vielleicht nochmal hoch. Und dann passiert das hier. So, und dann werde ich hier ausgestoppt oder im besten Falle hier. Also das wird dann so ein Trade, der Break-Even ist oder vielleicht sogar im Minus. Schau dir einfach mal, Petra, dein Handelsjournal an, wenn du eins führst, ob das jemals auf Sicht von 3 Monaten profitabel war, Trades in Korrekturen zu handeln. Wenn du sagst, ja, okay, dann hast du ein gutes System, handelst wahrscheinlich dann auch Intraday. Ansonsten würde ich das Ganze eben nicht machen, weil bei den meisten funktioniert es eben nicht. Helmut Specht fragt, wirft der Screener auch deutsche Aktien aus? Ja, der Screener wird auch deutsche Aktien auswerfen, weil der basiert eben nicht auf den Daten, die irgendwo von außen eingepflegt werden, sondern auf Conditions aus dem Agena Trader. Und das geht sogar für den deutschen, für den amerikanischen Markt, das geht für den Devisenmarkt, geht also für alles. Ja? Okay. Frank Seemann fragt, woher kommt das Volumen in der Chartansicht in den Devisenpaaren? Im Future ist das kein Problem mit den Volumina. Wenn du CFDs handelst, ist es natürlich wesentlich schwieriger, weil da gibt es im Regelfall keine Volumenanzeigen. So, dann haben wir Dieter. Servus Mario, sollten wir aus deiner Sicht bei den vorzeitigen Verläufen der Indizes nicht warten, bis die Indizes wieder eine klare Richtung nehmen? Ja, Dieter, perfekt. Also ich würde auch, wie gesagt, auf Tag und Stunde auf jeden Fall warten, bis wir ein klares Signal bekommen. Das habe ich auch schon letzte und vorletzte Woche ja schon bei mir in den Videos gesagt, die in meiner Videothek auch zu finden sind, Wochenausblick. Es macht wenig Sinn, jetzt hier auf Tag, Stunde zu agieren. Intraday, wenn man gute Situationen findet, wie gesagt, wo es Nachrichten zu gibt, ja, ansonsten eben, ich würde es sonst nicht handeln. Christian, wie viele Kerzen haben Sie denn rückwirkend pro Zeiteinheit im Chart? Normalerweise 1 bis 1,5 Jahre. Also sprich, wenn ich einen Tageschart habe, mindestens 240. Peter fragt, wie kann man die Phasen frühzeitig erkennen? Seitwärtsmarkt. Also Seitwärtsmärkte erkennen ist ja so das
aus meiner Sicht mit einer der Schlüsselgeschichten im Trading. Solange wir einen sauberen Aufwärtstrend haben, so wie jetzt hier angezeigt, das heißt, wir haben hier steigende Tiefpunkte, steigende Hochpunkte, ist ja alles perfekt. Das heißt, natürlich kann auch mal ein Trade schief gehen. Also das ist, habe ich ja vorhin schon drüber gesprochen, das gehört zum Business dazu und da braucht man sich auch gar nichts erzählen zu lassen. Auch die, die hauptberuflich handeln, die haben da alle mit zu tun, auch mit Fehltrades, ist vollkommen normal. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr groß, auch wenn man jetzt hier ausgestoppt werden würde, so, Markt fällt runter, trotzdem ist die Chance, dass das hier funktioniert, halt viel, viel größer, als dass man hier ausgestoppt wird. Also von daher ist das Ganze erstmal kein Problem. Wie findet man jetzt frühzeitig, dass so ein Trend dass so ein Trend vorbei ist? Hier natürlich, wenn man hier ausgestoppt wird. Auch wenn man in der Position nicht drin war, sieht man ja, okay, tief ist tiefer als hier, also ist der Trend nicht mehr da. Oder man sieht eben, wenn man jetzt den untergeordneten Trend hier gesehen hätte, so zack, 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 Markt läuft hoch und dann haben wir doch vorhin so eine Situation gehabt, zeige das nochmal hier im ES auf Stundenbasis, da habe ich es, glaube ich, eingezeichnet gehabt, die Situation. Hier, Moment, ich mache es mal gerade auch groß. So, da haben wir ein tieferes Tief gehabt hier als vorher, anschließend ein höheres Hoch, anschließend ein tieferes Tief. Also das ist die Phase gewesen, wo man gemerkt hat, okay, hier läuft es nicht mehr. Das war der 27.07. Ja, das ist vor 5 Wochen. Also wer jetzt in den letzten 5 Wochen hier fleißig Gas gegeben hat, noch im Stundenchart, wie gesagt, also auch wenn man jetzt gesagt hat, naja, okay, hier ist es vielleicht noch nicht so eindeutig gewesen, aber spätestens dann hier, als das nochmal zum zweiten Mal runtergegangen ist und das ist dann hier 2. August gewesen, dann wieder die gleiche Situation, wieder tiefere Tiefs gemacht. Also das ist dann die Situation, wo man einfach langsam anfangen muss, dann zu schauen, okay, das macht halt keinen Sinn mehr, ne? So, Volker Gröppel fragt, nochmal eine Frage zum Screening-DVD. Wird man durch den Kauf Screening-DVD auf den gleichen Stand gebracht wie die Live-Seminarteilnehmer? Ja, wir haben, wie gesagt, wir konnten nicht die ganzen 12, 14 Stunden vom Workshop aufzeichnen. Das funktioniert einfach nicht, weil das ist mit HD gar nicht möglich, dass man das dann auf eine DVD drauf bekommt. Wir haben die wichtigsten Teile aufgenommen und haben aber alle wichtigen Teile, die man im Agena Trader braucht, um die Conditions zu erstellen, damit dieser Screener so funktioniert wie bei mir, haben wir alle einzeln aufgenommen. Das hat der Carsten Berger, der sonst auch hier für CapTrader und FX Flat hier auch schon mal Webinare macht und der auch Ausbildungspartner von Agena Trader ist, der hat das alles gemacht für euch, hat das Ganze auf DVD aufgenommen und wie gesagt, ist dann auch ab Ende nächster Woche verfügbar. Einfach kurz bei mir auf der Website vorbeischauen. Sobald es online ist oder wenn ich es habe, bekommt ihr es zugeschickt und inklusive aller Handouts, die auch die Teilnehmer beim Seminar bekommen haben. Okay, ich denke, das war jetzt dazu auch hoffentlich alles. Sebastian, welchen Screener benutzt du im Agena Trader? Habe ich, glaube ich, schon beantwortet, meinen eigenen. Auf welcher Webseite scannen Sie? Auf gar keiner Webseite, ich benutze meinen eigenen. Klaus-Dieter fragt, wie teuer es ist. Einfach auf meiner Website bitte kurz vorbeischauen. Da steht alles drauf, alle Informationen dazu. Wenn ich keinen eigenen Screener habe, welchen würdest du empfehlen? Also Gernot, ich habe früher nie so mit Screenern gearbeitet. Ich habe immer 15 Jahre, also seit 2000, 2001, als ich dann angefangen habe, so umzustellen, also ich sage mal, die letzten 10 Jahre, mir von Hand die Werte angeschaut. Und das geht auch wirklich. Also man muss nicht zwingend einen Screener besitzen. Das hat sich bei mir einfach nur eher durch Zufall ergeben, weil ich mit dem Carsten Berger zusammen gesprochen habe und er gesagt hat, okay, ich glaube, das, was du machst, kann man, glaube ich, auch in Conditions packen innerhalb des Agena Traders. Das hat dann auch wirklich viele Monate gedauert. Ich glaube, wir haben uns vor gut einem Jahr dazu getroffen und das hat dann wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, bis wir dann das dann auch so hatten, wie ich das brauchte. Und ja, das ist natürlich jetzt eine wahnsinnige Arbeitserleichterung, aber wie gesagt, das geht auch von Hand. So, Stefan fragt, benötigt man für dein, ich glaube, ich mache mal ein eigenes Webinar zu dem Thema. Ich wollte auch gerade sagen, mal, ob wir noch, Screener-Webinar. Ja, machen wir einfach ein eigenes Thema zu. Es kommen eigentlich nur Screener-Fragen. Ich gucke nochmal, ob ein, zwei andere Fragen noch da sind. Und ja, ob du den DAX-Future handelst zum Beispiel. Ja, den DAX-Future handle. Ich habe die Frage zwar nicht gesehen, aber ja, ich handle den. Ich habe dazu auch
schon Videos bei mir in der Videothek gemacht. Ich handle allerdings nur den großen DAX Future im Moment, wobei das mit dem kleinen schon wesentlich besser geworden ist, was der Spread angeht. Der ist ja meistens so auf 1 bis 2 Punkte. Nichtsdestotrotz ist die Liquidität im Großen einfach noch viel, viel größer momentan. Aber ich denke, das wird sich immer mehr angleichen und der Kleine hat halt den Riesenvorteil, gerade wenn das Konto nicht so groß ist, dass man hier auch schon mal mit 2 Futuren agieren kann und trotzdem weniger einsetzen muss als bei einem Großen. Also von daher finde ich, das ist wirklich eine gute Sache und ich hoffe, dass da einfach noch ein bisschen mehr Liquidität reinkommt. Und Petra sagt hier, Finviz ist ein guter Screener. Ich finde sowieso, die Seite von Finviz ist top, gerade für den amerikanischen Markt. Super. Und dann noch vielleicht die letzte Frage oder letzten zwei. Einmal, nutzt du die Kurse von CapTrader, IB auch oder auch zusätzliche? Ja, in meiner TWS lasse ich natürlich die Daten einpflegen, direkt von IB. Und für Agena Trader habe ich allerdings zusätzlich noch einen weiteren Datenfeed. So, ich glaube, Sebastian fragt noch als letzte Frage, hast du schon mal Listchart-Gruppe Top Gainers und Losers gearbeitet? Nein, habe ich nicht. Kann ich jetzt weiter noch nicht zu sagen, werde ich aber mal bei Gelegenheit machen. Im Moment habe ich aber zeitlich einfach nicht so die wahnsinnige Zeit, weil ich habe nächste Woche IB Days mit 2 Vorträgen und Workshop nächste Woche in Lohr, also von daher, aber danach habe ich dann auch wieder Zeit. Okay, das von meiner Seite, passt glaube ich genau, 19 Uhr. Ja, sehr gut. Ich denke, Screener ist ein Thema, was wir vielleicht mal angehen, Mario. Also, ja, ich glaube auch, da war 2/3 der Fragen ging, glaube ich, in diese Richtung. Da sieht man, glaube ich, wie groß der Bedarf auch ist in diesem Bereich. Und ich kann es auch gut verstehen, weil der Erfolg hängt natürlich neben vielen kleinen weiteren Faktoren, ich sag mal Money Management und diesen ganzen Sachen, die natürlich an grundlegenden Sachen wichtig sind. Wie steige ich ein, wie steige ich aus? Richtiger Broker, aber darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Und ihr seid hier jetzt bei CapTrader und FXFlat, das ist wirklich aus meiner Sicht einer der Top-Broker hier im Markt, sowohl was die Leistung angeht, Support, aber auch was den Preis angeht. Und das alles zusammen bietet das Bilde, was man braucht fürs Trading, um auch mittel- und langfristig erfolgreich zu sein. Also das ist ganz wichtig und da gehört natürlich auch der Screener mit dazu. Klar, logisch. Ja, vielen Dank. Mir. Also ich bedanke mich sehr gerne, wünsche euch allen eine erfolgreiche Trading-Woche. Du wirst sicherlich noch ein paar Worte sagen mögen. Von meiner Seite war es das und wir hören uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal erst in 6 Wochen wieder, weil der erste Montag im Oktober ein Feiertag ist und das Wochenende rauf, den Montag, glaube ich, habe ich Geburtstag und deswegen haben wir es nochmal dann auf den 17., glaube ich. Verstanden. Genau, das wollte ich eigentlich auch sagen. Na, tschüss Mario, Dankeschön. Und ich verabschiede mich natürlich auch von allen Teilnehmern. Vielen Dank für die Teilnahme. Wie Mario schon gesagt hat, der nächste Termin am 17. Oktober. Ja? Bis dahin, passen Sie auf Ihre Position auf. Schönen Abend noch. Bis bald.